geht es der Kuh gut, geht es dem Bauern gut, sagt man. Da ist natürlich was Wahres dran. Somit ist natürlich die Gesundheit sehr wichtig und eben auch ein wirtschaftlicher Faktor dann im Endeffekt. Gesunde Kühe geben auch besonders hochwertige Milch. Die besten Produkte können nur mit dem besten Rohstoff entstehen. Der beste Rohstoff heißt, wir müssen auf die Qualität der Milch schauen. Und die Qualität der Milch fängt einfach damit an, wie es denn der Kuh geht. Darum hat Salzburg Milch eine eigene Tiergesundheitsinitiative ins Leben gerufen und führt auf den Bauernhöfen regelmäßige Tiergesundheitschecks durch. Begonnen haben wir dann mit den Checks 2018. 2018 haben wir dann die gesamten Bauern, 2700 Bauern, gecheckt mit unseren externen Partnern. Die Kriterien für den Check wurden gemeinsam mit Wissenschaftlern der Universität für Bodenkultur Wien entwickelt und gehen weit über die allgemeinen Standards hinaus. Bisherige Standards erfassen vor allen Dingen die Bedingungen, unter denen Tiere leben, also wie viel Platz sie haben, wie viel eingestreut ist, ob sie auf die Weide können, ja oder nein. Aber die wenigsten Systeme schauen sich tatsächlich das Tier an. Wenn wir aber eine Aussage über den Zustand und über das Wohlergehen des Tieres machen wollen, müssen wir uns direkt das Tier anschauen, müssen direkt am Tier Parameter erheben. Und erst dann können wir tatsächlich sagen, wie es dem Tier ergeht. Dafür hat Salzburg Milch sogar eine eigens angestellte Tierärztin. Einzigartig in der Molkereibranche. Der Tiergesundheitscheck ist ein Tool, ein Werkzeug für den Bauern, die Gesundheit seiner Milchkühe festzustellen. Und aufgrund der Ergebnisse kann man Verbesserungen erzielen und durch Beratung die Tiergesundheit erhöhen. Die anfängliche Skepsis der Bauern ist dabei sehr schnell verflogen. Naja, anfangs waren wir natürlich skeptisch. Da weiß nicht, was kommt jetzt wieder Neues auf uns zu, was passiert wirklich bei dem Check. Im Endeffekt waren wir eigentlich recht positiv überrascht. Mit der Auswertung, die wir jetzt gekriegt haben, wo wir unsere Stärken und auch unsere Schwächen sehen, können wir jetzt ganz gut eigentlich handeln und vor allem unsere Schwächen ausmerzen. Und dann kann man diese Probleme angehen. Egal, ob dies bei den Kälbern ist oder bei den Kühen ist, gemeinsam mit der Tierärztin der Salzburg Milch und natürlich dem Hoftierarzt kann man diese Probleme sehen, angehen, beheben. Die Tests haben aber nicht nur Probleme aufgedeckt, sondern auch Positives ans Tageslicht gebracht. Über 80% der Milchkühe der Salzburg Milchbauern lassen sich in einem standardisierten Test von einem Fremden berühren. Das heißt also, die sind zahm. Dadurch, dass die Salzburg-Milchbetriebe Familienbetriebe sind und also einen guten Umgang haben mit ihren Tieren, kann man eben auch in einem wissenschaftlichen Test beweisen. Tierwohl wird bei Salzburg-Milch großgeschrieben. Das zeigt jetzt auch der Tiergesundheitsbericht. Aber das ist erst der Anfang. Das soll nicht nur eine Einmalgeschichte sein, sondern unsere Bauern werden ab jetzt ständig diese Checks machen, um auch damit wir wirklich sagen können, wir sind Premium-Milchmacher im Sinne einer ständig kontrollierten Tiergesundheit. Salzburg Milch, die Premium-Milchmacher.